Hi, willkommen beim Koch des Jahres. Heute hier hinter mir das Who is Who der Gastronomie. 25 Sterne, 5 Nationalitäten. Es wird grandios. Herzlich willkommen im Camer Grand in Bonn. Ich bin unheimlich stolz, dass dieses Finale bei uns wieder stattfindet. Die Luft brennt, es riecht super, es schmeckt mit Sicherheit auch super. Und heute küren wir den Koch des Jahres 2023. Es gilt hier darum, den Koch des Jahres in Deutschland zu küren. Wir haben hier 6 Finalisten, die entweder mit Gerichten arbeiten, die sie ein wenig trainieren konnten, aber auch mit einer Blackbox konfrontiert worden sind, wo sie relativ kurzfristig, kreativ, auch vom Timing her ein Gericht kreieren mussten, was in den heutigen Rahmen passt. Und ich finde, wir haben hier schon sehr helle, lichte Momente gesehen, wo wir uns ganz entspannt zurücklehnen können, dass wir von den Partizipanten, die heute hier mitmachen, auch in Zukunft noch sehr viel Gutes hören. So, die Servicezeit ist vorbei. Jetzt kommt der schöne Part. Jetzt geht's zur Siegerehrung. Geht an Marcel von Winkelmann. Ja, man hat Gänsehaut für so eine Jury zum Kochen. Das erlebt man nur einmal und ich bin froh, dabei gewesen zu sein. Marcel Förster. Ja, ist gut. Also, wir haben uns ja vorgestellt, am liebsten so aufs Treppchen zu kommen. Und 2. Platz fühlt sich gut an. Der Gewinner, die Gewinnerin der 8. Auflage des Kochs des Jahres hier im Camer Grand Hotel 2023 ist Miguel Marquez. Ich und Peter haben mega Aufgabe, mega Arbeit gemacht und wir sind sehr zufrieden. Bis zur letzten Minute, wir waren Vollgas und dann, ja, haben wir verdient, glaube ich.